Schnee. Endlich Schnee. Schneit vom Himmel herab und verzaubert die ganze Landschaft. Alles wird weich. Die eigene Seele wird auch noch weich. Der Lärm wird gedämpft. Die schnelle Fortbewegung muss langsamer werden. Die Flocken brauchen lange, bis sie vom Himmel runterkommen. Eine halbe Stunde oder eine Stunde. Je nachdem, wie flockig sie sind, dementsprechend ist auch der Luftwiderstand. Schnee. Winter ohne Schnee. Kaum vorstellbar. Und jede Schneeflocke hat es wahrlich in sich. Besteht aus unzähligen Kristallen. Und jedes Kristall aus Trillionen von Molekülen. Experten sagen, seit es Schnee gibt, sind noch nicht zwei identische Kristalle vom Himmel gefallen. Das ist enorm. Bewundernswert. Amazing. Es hat den Anschein, dass Schnee weiß ist. Musste auch ich erst lernen, das ist ein Irrtum. Schnee ist durchsichtig, die Kristalle sind transparent. Aber sie brechen das Licht und auf die Weise entsteht für unsere Augen Weiß. Und wir brauchen dieses Weiß, speziell im Winter. Deswegen ist es ja so misslich für viele Menschen, auch für mich, dass der Schnee im Winter oft nicht mehr da ist. Dann bleibt nur noch grau und dunkel und trist. Das Weiß des Schnees hält die Welt auf. Und es gibt Spuren im Schnee. Des Pas sur la Neige. Ein sehr schönes Klavierstück von Claude Debussy. Meine eigenen Spuren und vermutlich die Spuren von Tieren. Und es knackst, wenn wir in den Schnee treten. Im Grunde ein Zerstörungswerk. Wir zerbrechen die Kristalle. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht so viel Natur zertreten, dass wir letzten Endes selber Schwierigkeiten haben zu leben. Das können wir lernen im Schnee.